Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich glaube, ihr seht nicht richtig, es ist wieder was in der Abo-Box. Ja, ich habe jetzt etwas länger kein Video mehr gemacht, ich gebe es zu. Einfach aus den technischen Problemen zurzeit. Ich hatte einen Laptop, der nicht mehr so richtig funktionsfähig war. Jetzt habe ich mir ein Notebook gekauft. Und jetzt versuche ich es nochmal, dass es hier einigermaßen läuft. Also wie gesagt, entschuldigt, wenn es jetzt vielleicht nicht so gut ist hier alles, aber ich glaube schon, also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Programm, was ich jetzt gerade benutze. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt, ist noch nicht perfekt. Also wie gesagt, wenn kleine Fehler auftauchen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Bescheid sagt und auch sagt, welche Stelle das war, welches man hätte besser machen können. Und ja, also ihr seht im Hintergrund natürlich ein World War II Gameplay. Das neue COD ist draußen, ich habe es natürlich auch. Ja, ich bin ganz zufrieden damit. Ich finde, der Einstieg ist relativ schwer in dem Game, also finde ich es persönlich, liegt natürlich an jedem selber. Ja, die Waffe, die ich hier habe, das ist ein Sturmgewehr, mit der bin ich ganz zufrieden, spiele ich ganz gerne. Mit dem Bajonett vorne dran ist in meinen Messern wieder ein Kill oder ein Schlag, wie man das nennt. Oder ein Stoß, keine Ahnung. Ja, es läuft auf jeden Fall. Ja, zurzeit spiele ich außerdem noch ganz, ganz gerne Fortnite. Das streame ich auch sehr gerne, also ihr könnt gerne die Glocke hinter meinem Namen aktivieren. Dann bekommt ihr jetzt meine Benachrichtigung, wenn ich online bin. Und ja, seid natürlich dann dabei, würde ich mich freuen. Jetzt haben wir natürlich auch die 400 Abonnenten geknackt. Ich glaube, wir sind gerade bei 411. Stand ist jetzt der 19.11., 11.15 Uhr. Gestern hatte ich gestreamt, da kamen nochmal drei neue dazu. Das ist ja schon krass. Manchmal kommen halt ein paar dazu, manchmal irgendwie über Wochen keiner. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Aber ich hoffe natürlich, dass meine Aktivität jetzt wieder ein bisschen mehr wird, ich ein bisschen mehr Videos bringen kann, gerade auch durch mein neues Notebook, dass das dann vielleicht funktioniert. Ich habe mir jetzt auch eine neue PlayStation gekauft, damit einfach dieses Rauschen nicht mehr da ist, was man ja immer teilweise in den Streams groß gehört hat. Also man hat ja immer gedacht, dass ich auf einer Flugzeuglandebahn streame, aber war halt nie der Fall, war bei mir zu Hause. Und von daher hoffe ich, dass es jetzt läuft. Ich habe mir jetzt die PlayStation geholt mit 1 TB. Ich wollte mir die Pro nicht holen, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht wusste, wie das mit dem Streamen dann läuft. Weil es ist eine bessere Bildqualität und hinterher kann ich dann nicht mehr streamen und streamen tue ich schon ganz gerne. Ja, aber was hat sich jetzt so bei mir im Leben verändert? Ja, ich arbeite Vollzeit, ne? Ich studiere ja dual, für die Leute, die es nicht wissen, aber ist ja egal. Von daher ist natürlich die Zeit immer ein bisschen knapp, gerade was Streamen betrifft, was Videos betrifft. Aber ich gebe mir jetzt Mühe, bevor die Uni anfängt, versuche ich noch ein bisschen hier was rauszuhauen. Vielleicht schaffen wir ja noch die 450 Abonnenten, das wäre ja krass, aber ich denke eher nicht. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt 3 Monate, 4 Monate gebraucht, um überhaupt die 400 zu knacken. Von daher glaube ich eher nicht, dass es das dann mit den 450 direkt klappen wird. Aber man weiß es nicht, ne? Wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt noch aktiv seid oder ob ihr überhaupt noch Videos von mir sehen wollt. Das ist ja vielleicht auch die Frage, ne? Vielleicht habt ihr gar keine Lust mehr. Kann natürlich auch sein, könnt ihr natürlich auch verstehen. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid bei meinen Fortnite-Streams oder bei meinen World War II-Streams. Wobei ich zurzeit irgendwie mehr Fortnite streame. Heute kommt auf jeden Fall ein Stream von Fortnite. Könnt ihr gerne dabei sein. Haut rein, also guckt zu. Das wäre natürlich mega korrekt von euch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, zum Thema Fortnite eigentlich. Ich bin jetzt nicht der beste Spieler, aber ich verbessere mich auf jeden Fall. Ne? Von daher läuft das. Ich glaube, ich habe 2 Accounts. Einen Account spiele ich mit ein paar Freunden immer. Da spielen wir immer Duo oder Squad. Das läuft eigentlich relativ gut. Ich glaube, da haben wir schon 6, 7 Wins. Ja, Solo habe ich auf dem einen Account, ich glaube 3 oder 4 und auf meinem YouTube-Account habe ich, glaube ich, nur einen. Habe ich aber auch nicht viel gespielt. Ich glaube um die 4 Stunden Spielzeit, alles zusammen, glaube ich, wenn es gut kommt. Naja, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen und natürlich auch würde ich mich freuen, wenn ihr noch aktiv seid, wenn ihr mich noch weiter verfolgt, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.